A few moments later. Was geht ab, Jeez? Ich habe mir wieder eine Kiste zukommen lassen von einer anderen Welt. Ich bin echt gespannt heute, was da drin ist, Leute. Ich bin wirklich, wirklich dieses Mal gespannt, weil ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Ich hatte heute Training gemacht, ein bisschen, und nach einem Arbeitstrainingstag kann man sich schon was bisschen Süßes gönnen. So, das nennt man Cheat Day, Leute. Cheat Day kennt ihr bestimmt. Okay. Nach einem harten Trainingstag geht es auf jeden Fall ab, muss ich euch sagen. Ich bin gespannt, wie das schmeckt und woher dieses kommt, dieses Kiste aus anderer Land. Korea. Wer hätte das gedacht? Bis jetzt war immer Europa dran. Aber heute Korea. Ich bin echt gespannt. Boah, die Dinge habe ich auf jeden Fall mal bei TikTok gesehen. Auf jeden Fall koreanischen Mädels sich das gegeben haben. Dann ist hier einmal Pepero drin. Pepero. Was soll das sein? Weiß ich auch nicht. Machen wir direkt mal auf. Ist verpackt wie Mikado, genau. Das erinnert mich an Mikado. Willst du probieren hinter der Kamera? Mhm. Du hinter der Kamera. Momentum. Hier, bitteschön. Ich probiere auch direkt, damit ich euch mit euch in den Geschmack teile. Boah. Viel besser als Mikado. Das ist ein bisschen besser als Mikado. Beschreib mal den Geschmack. Mikado mit Sesam drin. Mikado mit Sesam drin, aber wie crispy. Süße Melönchen. Passt zu meinem Outfit grün heute. Auch mal probieren. Kann ich den Geschmack mit euch teilen. Erstmal öffnen. Dann chinesisch. Einprobieren. Ich muss es euch verraten, wie das schmeckt. Ob sich das lohnt oder nicht. Das kannst du nicht vergleichen. Mit unserem süßen Kiosk kannst du was nicht vergleichen. Zu krass. Auf jeden Fall. Krasse Sachen sind da noch drin. Verrat noch nicht, warte. Hier Pilze, die kennt man irgendwo her, bin ich der Meinung. Auch was Geiles. Dann eine Fanta. A few moments later. Ich bin echt gespannt, wie die schmeckt. Ich mach die direkt auf für euch. Mango scheint es zu sein, aber ich verstehe keinen. Koreanisch leider. Aber ich probiere den Geschmack. Richtig, richtig geil. Zwischen Pfirsich und Maracuja Mango etwas. Dann haben wir eine süße Postkarte hier. Auf jeden Fall auch süß, dass du Bräse was reintun. Dann ein Mini-Keks. Also wie ein krasser Schokokeks auf jeden Fall. Probiere ich jetzt auch gleich für euch. Aber das habe ich als erstes schon gesehen. Das interessiert mich am meisten, weil diese Oreo habe ich noch nie gesehen. Hast du schon mal so gesehen? Nein. Ich auch probieren oder gleich? Nein. Weiße Oreos, aber irgendwas ist daran anders. Keks ist anders. Und die Füllung ist auch anders. Alles auf Koreanisch. Cinnamon. Schmeckt nach Cinnamon. Was heißt Cinnamon nochmal auf Deutsch? Lebkuchen-Geschmack mäßig ein bisschen. Ja. So wie Lebkuchen. Lebkuchen. Schmeckt auf jeden Fall nach Lebkuchen. Ja. Auf jeden Fall Lebkuchen. So, dann die vorletzte Sache hier. Kancho. Auch ganz, ganz kleine süße Kekse mit einer Schokofüllung. Zimt. Ja. Ich denke mal, das ist so lecker wie die türkischen vom Laden. Aber genau, das Zimt, ne? Mhm. Zimtartig. Hat was Geiles. Einen süßen Pfirsich-Cake. Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Einfach Pfirsich, was geht da ab? Da müssen wir so ein Emoji von Pfirsich reinmachen gleich hier einfach. Recht abonniert mich direkt. LJTV, macht die Glocke an. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos, ich mach das Ding jetzt für euch auf. Das ist ein bisschen wie eine kleine Seife, die sich öffnet. Soll ich die Hälfte teilen? Ach du Scheiße, guck mal Leute. Guck mal. Wie das glänzt. Ich komme nicht klar.
Später, später, weil es gab nur einen davon, weißt du? Schmeckt nach Pfirsich. Schmeckt ein bisschen ähnlich wie die Fanta auf jeden Fall. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der so frische Sachen mag. Ich bin eher der Schokomensch. So was Torten angeht, mag ich auch eher Schoko. Soll ich die Chips noch probieren? Was? Probieren. Ja, komm, wir probieren jetzt noch einmal die Chips. Wenn ihr den Beat hier hört, das ist der Beat zu Kelly Reed. Die Single kommt jetzt sehr, sehr bald raus auf allen Plattformen. Deswegen abonniert mich auch hier und auch bei Spotify. Ist auch ganz wichtig. Spotify, unterstützen, weil wir machen viel Musik nebenbei. Ich blende euch kurz mal das Studio ein. Das habe ich schon abgefilmt gehabt gestern. So Gs, wir stellen gleich den Mic hierhin auf und machen eine kleine Hörprobe für euch. Auf jeden Fall fertig, Skizze. Und solange könnt ihr mein Spotify streamen, 24/7, LJ auf Spotify. Du musst es einfach probieren und mir sagen, wie es schmeckt. Deine Meinung. Das ist ein bisschen zu viel für mich gewesen, ich hätte nicht süß erwartet. Ich dachte, es wird was anderes kommen. Wie Cinnamon ist ohne Milch, ne? Ist so. Auf jeden Fall. Sehen. Die Pilze noch vielleicht probieren. Ja, ne? Kleine Pilzchen, alles auf Koreanisch. Brrr! Süßes Päckchen. Boah, die sehen schnucklig aus. Schnuckig. Ich will jetzt. Damit verabschiede ich mich von euch. Dann ist das Video. Damit verabschiede ich mich von euch, meine Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert einfach meinen Channel, drückt auf die Glocke, lasst einen Kommi da oder ein Like, wie ihr wollt, Leute. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ciao.